Hallo Leute, willkommen bei der Hausflipper 2 Demo. Dies ist Teil 7. In der letzten Folge haben wir die Küche eingerichtet und jetzt können wir uns neuen Gebieten zuwenden. Und ich habe hier irgendwie diese Blümchentapete auf dem Kieker. Und da sieht man, es sind nicht nur Regionen, die unterschiedliche Arten zu wohnen und zu bauen haben, sondern auch Zeiten. Früher haben viele Leute solche Tapeten als das Nonplusultra der Wohnlichkeit gesehen. Und ich mag zwar Blumen, aber nicht so. Schau da. Gucken wir mal, was wir hier so tun müssen. So, da haben wir eine Aufgabe. Mal gucken. Ah ja, da sind wir wieder. Zyanblaue und graue Farbe wahrscheinlich in weiß malen. Ja, das ist wieder weiß. Da könnte ich mir ja den Eimer von vorhin noch holen. So. Das müsste der sein, der halbvolle. Der ist sogar noch ganz voll, aber das stört nicht weiter. Stellen wir den mal da rein. Und malen mal. Und wo soll das jetzt sein? 35 Felder. Das sind dann wahrscheinlich nur diese hier. Markieren wir das mal. Und malen das einfach mal an. Und dann malen wir auch noch diese wunderhübsche Blumentapete über. Die könnte ich dann natürlich wieder in meinem Petrol machen. Aber das könnte auch eine, ja, sagen wir mal, erschlagende Wirkung haben. Wobei uns fehlt ja hier jetzt diese petrolfarbene Wand, weil ich die eingerissen habe. Ach, ich mache das einfach mal. Wo ist der Petroleimer? Ah, den hatte ich gar nicht wieder rausgeholt. So. Oh. Okay. Also markieren darf ich hier nicht, aber malen geht schon. Vielleicht habe ich beim Markieren auch was falsch gemacht. So, da muss ich halt besser aufpassen. Ich guck mal, ob ich vielleicht doch markieren kann. Doch, müsste eigentlich gehen. Abschlussränder festlegen. So, wunderbar. Und ich kann mir dann ja immer noch überlegen, ob ich da andersfarbige Unterhälfte male oder sonst was. Weil das geht jetzt ja. So. Okay. Und jetzt noch hier. So. So. Wunderbar. Dann gucken wir mal hier, was wir hier tun müssen. Das ist hier auch so eine altmodische Tapete. Finde ich nicht ganz so schlimm, aber trotzdem schlimm genug. Das muss weg.
Aber jetzt schauen wir erstmal, was das für eine Aufgabe ist. Oh, kaufen. Und nicht streichen. Dann malen wir das aber trotzdem weiß an. Ach so. So. Farbrolle. So. Größe ändern. Aha. Ja, so ist besser. Ich meine, da ist dieser Übermalmodus, also oder dieser Markiermodus dann umso wertvoller, wenn man so einen breiten Farbroller hat. Das ist doch mal ein Farbroller. Okay, jetzt markieren wir. Abschluss. Ah, ich muss die Abschlussränder erst aufheben. So. Jetzt hier. Nein. Vielleicht muss ich die Größe erst wieder kleiner machen. So. Und jetzt wieder größer und dann. Aber Holdrio. Ja, super. Ja, vorhin habe ich mir das noch gewünscht, also in der letzten oder vorletzten Folge oder so, dass man da mehr für faule pinseln kann. Aber ich fürchte, hier muss ich es jetzt wieder kleiner machen. Weil es nur so ein schmaler Streifen ist. Ja, und schon wurde mir der Wunsch erfüllt, obwohl es immer noch die gleiche Vorversion der Demo-Version ist. Habe ich die Tür jetzt auch gepinselt? Nee, ich glaube nicht. So. Gut. Ich finde das jetzt besser so. Tragen wir mal den Farbeimer hoch. Brauchen wir bestimmt noch. Und kaufen hier die nötigen Klamöttchen. Die Schuhbank Oxbow. Passt die da am besten hin? Ja, ich denke schon. Ist sowieso relativ eng. Der Spiegel. Ich meine, das finde ich ganz schön. Also hier auch mit dem. Das ist ja eine Bank mit Polster. Da kann man dann drauf sitzen, wenn man sich die Schuhe anzieht. Und da kann man die Schuhe unterbringen. Und dieses Ding hier finde ich auch gut. Ich finde, dass sowas hat mir in der Form ein bisschen gefehlt beim ersten Hausflipper. So. Was ist denn das? Ein Blumentopf. Das wird jetzt aber ganz schön eng. Kennen ja keine Gnade. Wir nehmen gleich das erste. Nicht, dass es dann nicht zählt. So. Eins müssen wir noch kaufen. Noch so einen gruseligen Teppich. So. Okay. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir von draußen kommen. Naja, normal. Normal. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Da müssen wir gar nichts tun. Dann machen wir mal die Tür zu. Und hier.
Da müssen wir was tun. Oh, einiges müssen wir hier tun. So, kaufen. Felder anstreichen wohl auch wieder. Zweimal Fenster putzen. Ah, man muss einfach die Wand anstreichen. Ja, das ist natürlich, das macht die Sache einfach. Jetzt putzen wir erstmal das Fenster. So. Und dann holen wir den zweiten Eimer mit weißer Farbe. Und übermalen den ganzen Kladderadatsch. Wie es quietscht. Und dann funkel, funkel, kleiner Stern. Ernsthaft? Ja, blaue Farbe leuchtend. Und dann ist es doch wieder weiß. Aber es, die hatten vorher eine andere Farbe. Ich nehme mal die. Ich kaufe die mal lieber neu. Weil das ist eine andere Farbangabe. Okay. Und zwar von da nach da. Gut. Markieren wir mal alles schön. Machen wieder den... den Riesenfarbroller. So. Ja, tatsächlich müssen wir hier einfach die Fliesen übermalen. Das ist ja eigentlich ein Sakrileg. Aber gut, sonst müssten wir sie wegspachteln. So. Ja, dann machen wir erstmal wieder kleiner und dann... So. Gut, und jetzt wieder größer. Ah, wenn du bereit bist, den Auftrag zu beenden, drücke irgendwelche Tasten. Was ist mit da unten? Ah, ich muss hier neue Farbe. Anscheinend kann ich den Auftrag jetzt beenden. Aber oben sieht es ja noch aus wie Wildsau. So, machen wir es erstmal wieder kleiner. Zack, dieses Ding weg. Und diese Fliesen dürfen bleiben. Na, das geht doch gar nicht. Machen wir wenigstens hier in der Fensterleibung auch noch angemalt. So. So. Oh, das sieht jetzt tatsächlich blau aus. Dieses Weiß. Also so zartblau sieht es aus. Gell? Ist doch irgendwie bläulich. Hier. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Und wenn wir mit den Aufgaben durch sind, gucken wir mal, ob wir hier dann irgendwie das so einrichten können, wie es schön aussieht. So, jetzt müssen wir hier alles Mögliche. Ein Bidet, eine Toilette, einen Schrank, eine Heizung und noch eine Heizung. Eieieiei, die haben hier wohl vor, ordentlich zu frieren. Oder nee, sie wollen eben nicht frieren. Nehmen wir erstmal die Heizung. So. Und dann machen wir hier die Toilette hin. So. Okay. Dann ein Bidet. Kennt ihr überhaupt Bidets?
hier, wo ich wohne, in Frankreich, gehören die zum guten Ton sozusagen. Die werden unmoderner, aber ja, ein guter französischer Haushalt hat ein Bidet. Ein Bidet ist sozusagen für Hintern waschen, nachdem man ihn schon abgeputzt hat. Also sozusagen für die verstärkte Hygiene. So, dann machen wir die Heizung mal da drüber, dass es dann schön warm ist, wenn man sich sein... Und der Schrank... Den stellen wir jetzt erstmal nach draußen. Hier muss ich die Toilette woanders hin. Das passt ja dann irgendwie alles gar nicht mehr. So. Ja, und aus hygienetechnischer Sicht ist so ein Bidet natürlich eine sehr feine Sache. So. Das ist ja echt zu eng alles. Nun ja. Dann packen wir diesen Heizkörper hier drüber. Habe ich jetzt alles gekauft? Ja. Ja. Sehr gut. Also, das begeistert mich jetzt auch nicht, dieses Bad. Aber es ist erledigt. Und den Farbeimer? Den stelle ich lieber mal hier hin, um zu wissen, das ist diese Farbe von dem... Bad, denn das ist schon irgendwie blau. Vielleicht ist dies hier ja auch so zart türkis. Wenn mal wieder die Sonne scheint. Es ist irgendwie so lange Nacht. Jo. Tja, gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge nehmen wir uns dann das Zimmer da oben vor. Das ist, glaube ich, das Interessanteste fast. Naja, neben dem Wohnzimmer, das ist ja eigentlich auch interessant. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.